Hallo, schauen wir uns mal thematische Karten ein bisschen genauer an. Topografische Karten haben wir uns schon angeschaut. Die stellen die sichtbare Erdoberfläche dar oder Objekte, die sich auf dieser Erdoberfläche befinden. Thematische Karten nutzen wir, um andere Informationen, die mit einem Raum verbunden sind, zu visualisieren. So eine typische thematische Karte kann zum Beispiel hier eine politische Karte sein von Ghana in diesem Beispiel. Hier ist nicht die Erdoberfläche abgebildet, sondern der Raum steht hier stellvertretend für die räumliche Verteilung von politischen Distrikten. Wenn wir uns eine thematische Karte konstruieren wollen, wenn wir eine thematische Karte erstellen wollen, dann ist einmal der Sachbezug relevant und der Raumbezug relevant. Sachbezug bedeutet, um was für Daten handelt es sich eigentlich? Sind die qualitativ? Das wäre dann die Frage, was ist wo? Oder, also zum Beispiel, wo ist welche politische Region? Oder quantitativ, dann ist die Frage, wie viel ist wo? Wie viele Katholiken, das ist ein Beispiel, das später noch kommt, sind in den einzelnen Bistümern in Deutschland zum Beispiel zu finden. Auf der anderen Seite, neben diesem Sachbezug, der Raumbezug, haben wir diskrete oder kontinuierliche Informationen, die wir darstellen wollen. Diskrete Informationen sind zum Beispiel administrative Einheiten, wie wir sie auch hier in der Karte sehen. In Deutschland wären zum Beispiel Landkreise typische administrative Einheiten oder Bundesländer, die wir in thematischen Karten darstellen würden. Kontinuierliche Informationen sind zum Beispiel Isolinien gleichen Niederschlags. Und wenn wir an Isolinien denken, an solche vektorartigen Darstellungen, dann können wir natürlich auch bei kontinuierlichen Informationen noch an flächenhafte oder auch an punkthafte Rauminformationen denken, die also sehr genau an einem Ort verortbar sind, nicht für eine Fläche, sondern eben genau für diesen Ort oder genau entlang dieser Linie oder innerhalb einer, aber durch die Datenwerte eben abgegrenzten Fläche dargestellt sind, zum Beispiel innerhalb einer Fläche, die den gleichen Niederschlag erhält. Also Sachbezug und Raumbezug ist wichtig bei thematischen Karten und jetzt schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Das erste Beispiel ist die Arealkarte. Arealkarten zeigen einen qualitativen Sachbezug und haben einen diskreten Raumbezug, also zum Beispiel auf Landkreise genormte Daten. Was wir hier dargestellt sehen, sind mehrere Arealkarten zu den siedlungsstrukturellen Raumtypen. Hier in diesen Graustufen dargestellt sind unterschiedliche Verdichtungsräume, also differenzierte siedlungsstrukturelle Raumtypen, wie es hier genannt ist, und die reichen von ländlichen Räumen zu verdichteten Räumen zu Agglomerationsräumen. In der sehr bunten Karte hier auf der rechten Seite sind siedlungsstrukturelle Kreistypen dargestellt, die reichen von den Kernstädten, da haben wir hochverdichtete Kreise, verdichtete Kreise und wir haben ländliche Kreise mit einer höheren oder einer geringeren Dichte drin. Die Grundlage ist also immer der Kreis, der Landkreis, der dargestellt ist. In der mittleren Karte werden beide Karten einfach übereinander gelegt und dadurch verblassen so manche Farben, je nachdem, welche Werte wir hier in dieser linken Karte haben. Das ist erstmal der erste wichtige Bezug. Arealkarte hat einen qualitativen Sachbezug und einen diskreten Raumbezug. Jetzt schauen wir uns nochmal die Farbwahl an. Die Farbwahl entscheidet sehr stark darüber, wie die Karte auf uns wirkt. Und die Daten sollten die Farbwahl bestimmen. Nominal skalierte Daten, also Daten, die sich, wie hier in diesem Beispiel, zwar mit den Namen unterscheiden, hochverdichteter Kreis, ländliche Kreise mit geringer Dichte, die sind nominal skaliert. Wir können sie unterscheiden, aber es gibt keine Reihenfolge. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Das eine ist nicht größer oder kleiner als das andere. Und wenn wir solche nominal skalierten Daten visualisieren möchten, dann sollten wir kontrastreiche Farben verwenden. Und wenn diese nominal skalierten Daten eine inhaltliche Bedeutung haben, dann können wir die mit der Farbwahl unterstreichen.
Wir sind es zum Beispiel gewohnt, Städte rot darzustellen in Karten und grün assoziieren viele von uns bestimmt mit ländlichem Raum. Eine andere Skala von Daten wäre ordinal skalierte Daten, also solche, die eine Rangordnung haben und hier in diesem Beispiel ein bisschen künstlich, aber immerhin in diesem Beispiel drin, wäre das hier so eine ordinal skalierte Datensatzbereich. Wir kommen vom ländlichen Raum und gehen dann mit zunehmender Verdichtung in die über die verdichteten Räume, in die Agglomerationsräume und ändern entsprechend hier unseren Grauton. Das zeigt schon, wir bleiben hier innerhalb einer Farbe und verändern diese Farbe entsprechend des Rangs auf unserer Ordinalskala. Ein anderes Beispiel, Choropletenkarte, ist auf den ersten Blick der Arealkarte sehr ähnlich, hat auch einen diskreten räumlichen Bezug, ist also auf Landkreise oder wie hier in diesem Beispiel auf Bistümer, also auch auf administrative Einheiten bezogen, begrenzt. Aber der Sachbezug ist quantitativ und genauer gesagt, es ist ein relativer quantitativer Sachbezug. Was heißt das? Hier in diesem Beispiel die katholische Bevölkerung nach Bistümern. Hier ist relativ abgetragen, zum Beispiel kleiner 10%, 10 bis 20% und so weiter, bis größer 70%. Das ist also der Bevölkerungsanteil an katholischer Bevölkerung innerhalb des jeweiligen Bistums. Wir normieren die Daten also auf eine Größe, in diesem Fall auf die Gesamtanzahl der Bevölkerung in diesem Bistum. Und das Beispiel Normierung auf Bistümer zeigt schon, die Grundeinheit, auf die wir normieren, die muss keine Raumeinheit im Sinne von Quadratmetern sein, sondern die Grundeinheit kann durchaus so eine diskrete Einheit wie ein Bistum oder eine diskrete Einheit wie ein Landkreis sein. Und wir können natürlich auch so eine Normierung treffen, dass wir eine Anzahl, zum Beispiel Anzahl der Studierende, auf eine gewisse Anzahl an Einwohnern normieren. Zum Beispiel Anzahl Studierende pro 1000 Einwohner. Auch eine valide Normierung, eine relative Zahl, die auf irgendetwas normiert ist, was einen gewissen Raumbezug hat. 1000 Einwohner ist irgendwo im Raum verortet. Deshalb ist auch die Normierung Studierende auf 1000 Einwohnern valide. Das ist der wichtige Punkt. Keine absoluten quantitativen Daten, sondern relative quantitative Daten, die auf irgendetwas normiert sind, die sich, also auf eine Zahl normiert sind, die sich irgendwie auf eine Raumgröße zurückführen lässt. Jetzt haben wir über den Sachbezug und den Raumbezug gesprochen. Schauen wir uns mal noch an, was denn für die Klassenbildung in so einer Karte relevant ist. Die einzelnen Klassen hier sind ja unterschiedlich eingefärbt und dazu muss man mal sagen, dass unser Auge nur in der Lage ist, eine sehr, sehr kleine Zahl an Farbabstufungen zu unterscheiden. Die liegt irgendwo zwischen 4 und 12 Klassen. Das kommt sehr stark auf den Farbton und die Helligkeitsvariation an. Und für so eine Klassenbildung sollten wir deshalb schon mal uns Folgendes merken. Also erstens natürlich nicht zu viele Klassen. Zweitens, die Klassen sollten den gesamten Wertebereich überschneiden. Also es ist ganz wichtig, dass hier unten nicht 10% steht, sondern dass hier unten kleiner 10% steht. Die Klassen sollten überschneidungsfrei sein. Das ist hier schon nicht ganz gegeben, weil wir haben hier zum Beispiel die Aussage 10 bis 20%. 20 bis 30%. Die 20 kommt also zweimal vor. Sehr viel besser wäre 10 bis kleiner 20%. 20 bis kleiner 30% und so weiter. Das ist eine Feinheit, aber damit hätten wir überschneidungsfreie Klassen. Und die Klassen sollten ein wirklichkeitsnahes Verteilungsmuster visualisieren. Also nicht, dass wir die Klassengrenzen künstlich verschieben, um in diesem Beispiel irgendein ganz bestimmtes Bistum besonders hervorzuheben, wenn es tatsächlich die Daten nicht von sich aus hergeben. Also eine gute Visualisierung wäre hier eine tatsächlich neutrale Visualisierung, die die Interpretation sehr, sehr stark den Lesenden dieser Karte überlässt.
Jetzt haben wir über Karten gesprochen, die quantitativ sind, aber relativ. Schauen wir uns mal Karten an, die quantitativ sind mit absoluten Zahlen, immer noch auf diskrete Raumeinheiten bezogen. Und wenn wir so etwas darstellen wollen, dann kommt sehr, sehr häufig eigentlich nur das Säulendiagramm erstmal in Frage. Bei den Säulen ist wichtig, dass sich die Fläche proportional zum Wert ändert und dass die Säulenbreite konstant bleibt. Also alle Säulen werden gleich breit gezeichnet, sie unterscheiden sich nur in der Höhe und die Flächenänderung unserer Säulen soll proportional zum Wert sein. Und dann zeichnen wir sie so in die Karte, dass wir zuordnen können, welches Säulendiagramm in diesem Beispiel zu welchem Stadtbezirk in Berlin gehört. Ein anderes Beispiel sind Kreisdiagrammkarten. Auch hier bleibt der Sachbezug quantitativ und absolut. Es sind absolute Zahlen. Der Raumbezug bleibt diskret. Aber so ein Kreisdiagramm erlaubt uns jetzt mehr als eine Information darzustellen. Hier in dieser Karte zum Beispiel, wie verhalten sich die Wikipedia-Seiten hinsichtlich ihrer Sprache und Anzahl der Seiten? Gibt es zum Beispiel in Deutschland sehr, sehr viel mehr deutsche Seiten als nicht deutsche Seiten, die hier gepflegt werden, und so ist das für alle anderen Seiten hier, für alle anderen Länder und Wikipedia-Seiten auch dargestellt. Und diese Kreisdiagramme, die bieten uns zwei Informationen. Einmal über die Kreisgröße einen absoluten Wert, der proportional zur Kreisfläche ist, und auf der anderen Seite eine relative Zusammensetzung, wie sich dieser Wert ergibt. Zum Beispiel hier am Beispiel Deutschland, vor allem aus Seiten in deutscher Sprache, und dann kommen noch ein paar andere Sprachen dazu. Die machen aber insgesamt, wenn man das in diesem Kreisdiagramm anschaut, weniger als ein Viertel aus. Also Fläche des Kreises proportional zum Wert, und Tortensegmente innerhalb dieses Kreises zeigen uns die Zusammenstellung dieses Wertes an, differenziert dann prozentual nach unterschiedlichen beitragenden Eigenschaften zu diesem Gesamtwert. Das kann jetzt hier solche Sprachseiten bei Wikipedia sein. Das kann zum Beispiel auch irgendwie sein, der absolute Wasserverbrauch nach Bundesländern und innerhalb des Kreisdiagramms dann dargestellt, was die Wasserquellen sind. Wie viel da aus Brunnen kommt, wie viel aus Fernleitungen kommt und so weiter. ISO-Linienkarten als letztes Beispiel für Karten, auch wieder quantitativer, absoluter Sachbezug, aber diesmal kein diskreter Raumbezug, sondern ein kontinuierlicher Raumbezug. Und wenn wir so etwas darstellen wollen, hier in diesem Beispiel Temperaturen, dann sind ISO-Linienkarten sehr, sehr häufig dafür im Einsatz. Die ISO-Linien sehen Sie hier auch, also hier an dieser Stelle sind diese ISO-Linien hier deutlich zu sehen, wo wir solche Abweichungen in der Temperatur haben. Hier in diesem Bereich, da können Sie die ISO-Linien nicht so genau sehen, weil für die Meeresflächen keine Temperaturmessungen vorliegen und damit an den Kontinenten oder an den Küsten, sollte ich besser sagen, diese ISO-Linie einfach unterbrochen und abgeschlossen wird und dann eben hier wieder auftaucht. Aber mit solchen ISO-Linien, die Flächen gleicher Temperatur einschließen, können wir so einen kontinuierlichen Datensatz visualisieren. Und wenn wir solche ISO-Linien haben, dann können wir natürlich auch die Flächen der ISO-Linien in einer Farbskala differenziert darstellen, und hier eine Farbskala gewählt, wo der Nulldurchgang, also 0 Grad Celsius, dann auch zu einem deutlichen Wechsel in der Farbskala führt. Kleiner 0 eher so bläuliche Farben, größer 0 eher grünlich-rötliche Farben, so dass wir auch sehr, sehr gut unterscheiden können, auch in so einem Grenzbereich hier noch, ab wann sind wir denn im positiven Bereich und wo sind wir noch im negativen Bereich. Negative Temperaturen kommen hier offensichtlich gar nicht vor. Jetzt habe ich Ihnen sehr viel über thematische Karten gesagt in dieser kurzen Zeit, habe Ihnen ein paar Beispiele gesagt, habe von Sachbezügen und Raumbezügen gesprochen. Hier nochmal so ein kleiner Entscheidungsbaum, der Ihnen helfen soll, die richtige Kartenvisualisierung zu finden. Wenn wir uns das mal anschauen, beginnen Sie mit der Frage, sind die Daten qualitativ? Ja oder nein? Wenn die Daten qualitativ sind und einen Raumbezug haben, das müssen wir immer voraussetzen, dann ist
die Arealkarte, die Karte der Wahl. Wenn sie nicht qualitativ sind, also quantitativ, dann müssen Sie sich fragen, habe ich hier einen relativen Wert, den ich darstelle, oder einen absoluten? Wenn er relativ ist, ist die Choropletenkarte das Mittel der Wahl. Wenn er absolut ist, dann kommt eigentlich zum ersten Mal die Frage, ob es sich um einen diskreten Raumbezug handelt, weil diese Arten von Datensätzen sind immer auf einen diskreten Raumbezug bezogen. Ist der Raum, also sind die Daten absolut, ist der Raumbezug diskret, sind Säulen- und Kreisdiagramme das Mittel der Wahl, ist der Raumbezug nicht diskret, also kontinuierlich, dann erstellen Sie so eine Isolinienkarte. Und mit dieser kleinen Hilfe sind wir auch am Ende dieser kleinen Übersicht über thematische Karten.